Wie sieht denn dein Studioarm jetzt aus mittlerweile? So, hallo die Herren, willkommen zurück zu meinem Studioarm-Reveal, den ich mir vor kurzer Zeit ersteigert habe, aber der ein bisschen misshandelt wurde von mir. Ah, ja. Also, zeig mal das heile Teil. Also, der ist auch schon kaputt, das hing an meiner Wand, aber hier, das sollte eigentlich auch nicht so sein, da sollte eigentlich ein Ding dran sein und das sollte dann so ein Tisch und hier sollte dann oben ein Mikrofon dran. Ganz einfach. Ja gut, also, hier ist ein Teil, das sollte nicht so flach sein und das sollte nicht so offen sein. Der ist auch umgedreht übrigens, der geht halt gar nicht mehr, müsst ihr verstehen. Hier kommen eigentlich Federn rein, der Router. Ich weiß. So. Weißt du, wie diese Federn normalerweise klingen können? Aber die klingen bei mir. Naja, bei mir klingen die halt so. Ey, bei dir klingt auch alles gafft, ne? Es ist so. So, dann tun wir das mal auf Seite. Dann, ich muss einmal kurz fast, ich hab's gefunden. Das ist, das zweite Teil, das, ja, hier. Ach, du. Sehr, sehr schön. Das sollte auch nicht so sein. Da sollte eigentlich das Mikrofon dran sein. Auch mal wieder auseinanderbiegen. Das ist wieder halbwegs normal. Nein, das ist exakt falsch herum. Ich zeige euch, wie man so ein Teil genau bearbeitet. Und es nicht verbiegen. Aber wie ist überhaupt dazu gekommen, dass du es so kaputt gemacht hast? Ja, aggressiv. Ich habe es am Tisch genommen und es ist in zwei Teile gebrochen. Wie? Oh. Ich habe es weiter geöffnet. Komisch. Und wir können es ja noch weiter operieren. Wir haben einen Hammer. Ja. Alles vom Tisch. Was? Dieses PC steht auf seinem Tisch. Das ist eigentlich nicht sehr gesund mit einem Hammer. Das ist ehrlich gesund, dass hier überall jetzt Lack- und Metallsplitter liegen. Ey, ich hab mal dreimal auf meinen Tisch geschlagen und mein DBX hat danach gefallen. Oh. Jetzt stirb endlich! Alter, hier ist überall Lack auf dem Tisch. Ey, sollen wir gleich mal ein Amazon-Review schreiben zu diesem newer Studioarm? Weißt du, was die Mission ist? Herr Zuschauer und Herr Ben möchten dieses silberne Teil raushaben, was mittlerweile auch schon verbogen ist. Dann nimmt man in der normalen Welt nimmt man dazu irgendetwas. Warten Sie kurz, ungefähr so etwas. Ich habe herausgefunden, man kann das, glaube ich, ausschrauben. Ja! Ah, doch nicht mehr. Ich habe das Gewinde kaputt gemacht. Irgendeine Bildschirme beide ausgegangen. Ja, also. Sag mal, was machst du denn auch? Ja, die Kamera ist ein bisschen verschmutzt. Scheiße, meine Pissflasche verloren. Scheiße. So, ich mache jetzt Grombacher-Werbung. Ich denke, hier ist alles voll mit Metallsplittern. Alter, die schmeiße ich gleich alle um den Boden. Du trittst sowieso rein. Ah, ich hab so gemacht, Alter. Sind deine Bildschirme noch an? Okay, wir können das nicht weiter kaputt machen. Wir haben hier noch ein anderes schönes. Das ist actually noch in Ordnung. Nicht mehr. Basti, Zwischenzeit-Challenge. Frag mal Alexa, was habe ich zuletzt gesagt? Alexa, was habe ich zuletzt gesagt? Ich habe in der letzten Minute nichts gehört, aber du kannst alle deine Anfragen in der Alexa-App überprüfen. Scheiße. Oha, die Alexa, da kannst du durchscrollen, was du alles gesagt hast. Hier, ein Best-of. Basti macht einfach Face Review. Was mit dem Gesicht musst du rausmachen? Ich gebe mir größte Mühe. Ich mach da Mujai drüber. Sag mal, warte mal. Deine Tastatur. Die Pissflasche hat einen Teil gemacht. Ist die offen? Zum Glück nicht. Basti, die Tastaturbeleuchtung von der Tastatur ist aus. Oh. Ah. Oh mein Gott. Aua, aua. Aua. Ey, du klingst wie FNAF-Jumpscare. Ich blute fast. Du Scheiße. Egal, warte. Alter, Scheiße. Ich hab so viele Dellen in meinem Tisch jetzt. Ja, warte. Zum Glück hast du ein Mauspad. Ich bin auch nicht gerade groß. Ja, dein Setup ist aber so unergonomisch wie geht. Alter, ich muss. Hallo, die Herren. Hab ich noch was zu laufen? Ah, hier sind die Teile davon. Von was? Von dem Teil. Von dem Teil. Wir haben hier noch eine Schraube. Sowas, sowas und sowas. Ah, boah. Was passiert? Teilsplitter. Mann, jetzt stirb endlich! Alter, die Pissflasche hat nochmal ein Salto gemacht. Sag mal, hast du keine Toilette im Keller oder was? Noch um 3 Uhr nachts aufs Klo geht, ist halt 11 von sich 11. Dödödödüm! Was kann ich denn nochmal kaputt machen?